Servus Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, und wir schauen mal, ob wir das Dorf Horikai finden. Müsste eigentlich dort an den Fragezeichen liegen, wo wir es markiert haben. Ich hoffe es zumindest. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier den letzten Abtrünnigen töten können. Nehmen wir das Quickmach-Gerät an. So. So, das müsste es eigentlich sein. Hier ist ein kleines Dorf. Akiri, okay. Okay, das ist es nicht. Südwestlich. Im südwestlichen Teil der ersten Dorf. Horikai. Spart. Helios-Hügel. Es könnte auch hier unten irgendwo sein. Das denke ich mal, ist es nicht. Wir gehen aber erstmal zu dem Fragezeichen. Wenn wir es hier noch ein bisschen abarbeiten. Oh, das könnte so eine Krypta sein oder sowas. Grabmal, sehr schön. Genau das ist es, Leute, warum ich immer sage, macht die Fragezeichen, wenn es geht. Hier gibt es jetzt wieder einen Fähigkeitspunkt. Ich muss auf die Schlangen wieder aufpassen. Okay, hier ist ein Shortcut. Da gehen wir dann später durch. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. Hier ist hier hinten noch was. Drachen sind immer gut. Da ist eine Schlange. Bewegen. Der Weg ist versperrt. Okay, muss ich von der anderen Seite machen. Okay, jetzt kann ich nicht bewegen von der Seite. Mei, glaubst du das? Jetzt habe ich schon geschaut wegen dem blöden Fischer. Und jedes Mal übersehe ich dich. Jedes Mal. Und hier gibt es auch wieder zwei Wege. Oder? Nee, einen Weg gibt es. Oh, doch zwei. Die sind so gut getarnt teilweise. Die blöden Schlangen. Also wenn man hier schnell durchläuft, die einfach teilweise so schnell übersieht. Okay, hier ist ein Weg. Ich muss echt aufpassen, dass mich hier nicht verläuft. Da ist eine Schlange. Ja, ich muss sagen, mit den Fackeln geht es echt gut. Gehen die wirklich schnell down. Ja, irgendwas höre ich ja schon wieder.
Okay, hier ist, scheint nichts mehr zu sein. Ah, da oben geht's rein. Die Fackel liegt genau auf den drauf, verstehe nicht. Noch irgendwo eine. Okay, das müsste der Shortcut gewesen. Genau, hier sind wir gekommen. Genau, das war der Shortcut. Einen anderen Weg gibt es jetzt hier, glaube ich, nicht, oder? Das geht nicht auf. Hier nochmal rein. Kiste gesnackt. Na, hier sind wir gekommen. Hier geht's nicht weiter. Okay. So, warte mal, geht's jetzt hier hinten nochmal weiter? Ne, hier geht's nicht weiter. Okay. Da muss man echt aufpassen, dass man sich hier nicht verläuft. Ah, hier sind wir runtergekommen. Sind dann links gegangen. Ja, bist du ruhig. Also hier, glaube ich, waren wir noch nicht, oder? Ne, der ist neu. Okay. Dass sie sich nicht bewegen. Okay, da ist unser Fähigkeitspunkt. Okay, sehr schön. Antike Seele. Stiele. Gut. War hier nichts mehr, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, raus hier. Genau, das ist ein Shorty. Sind wir hier nicht vorher? Ach, da geht's raus. Okay, ich habe schon gedacht, hey, sie ist rausgegangen.
Okay, sehr schön. So, gehen wir doch mal hier. Können wir uns gleich den Aussichtspunkt holen. Los. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ist doch nicht, oder? Also hier jetzt hier keine Wachen oder sowas. Gut, würde ich sagen, klappern wir das hier mal ab. Ah, hier ist es, oder? Kann es sein? Unentdeckter Anführer. Ich würde sagen, wir klappern jetzt hier mal die Fragezeichen so ab. Und dann müssten wir es eigentlich dann eh automatisch dann irgendwie bekommen, denke ich. Komm her, mein Hüttehü. Ella. Cool, Kai, jetzt haben wir's. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Teil der Helo-Zügel. Schauen wir mal, ob wir den hier finden. Aber wir haben unser Navi. Die Kryptia. Okay, da unten ist er auch schon. Schauen wir mal, ob wir den snacken können. So, haben wir ihn schon. Sehr schön. Aber wir machen trotzdem noch die Fragezeichen. Weil wir müssen sowieso ein bisschen leveln, wenn es geht. Also. Sonst wird es immer hier gerade am Anschlag gerade noch vielleicht so funktionieren. Also macht man das Leben einfach ein bisschen einfacher. Wieder wahrscheinlich hier so eine komische Anführerin töten. Du hast hier nichts zu tun.
So, aus Ostrakon-Rätsel. Sehr schön. Sehr schön. Ja, es geht gut voran, würde ich sagen. Kopfgeld empfehlen, sehr schön. Thank you.
Okay, haben wir das letzte Fragezeichen noch hier und dann könnten wir eh schon die Quest abgeben oder halt weiterführen. Du da im Radio. Scheint aber auch nichts zu sein. Okay. Hier hätten wir auch noch was. Ah ne, hier sind auch noch Fragezeichen. Ja, dann gehen wir hier rüber, da lang und dann hier hin. Passt. Ja, eine Höhle. Schon. Gut, dann schauen wir noch mal rein. Vielleicht gibt es hier noch was. Ein Hörnerhelm. Dann müssen wir schauen, ob wir dann irgendwo einen Schmied finden. Ja, da oben. Ich würde gerne ein bisschen Sachen verkaufen, wenn es geht, dass wir auch mal ein bisschen Kohle kriegen. Nicht, dass wir dann irgendwann später mal Probleme haben, dass wir das Kopfgeld nicht mehr zahlen können. Das wäre natürlich suboptimal. Was machst du hier überhaupt? Bitte hü. Bitte hü. Da oben. Alter. Ernsthaft? Oh ja. Okay, dann haben wir das auch. Gut.
dann ab zur Quest. Ich hoffe mal, dass sie nicht ewig dauert. Schauen, was es überhaupt für eine Quest gibt. Wir lassen uns nicht von den Athenern ausmanövrieren. Die Leonidas von den Persern. Okay. Du gehörst nicht zu meinen Soldaten. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, hier zu sein. Wir Spartaner halten zusammen. Deshalb bin ich hier. Ja, spartanisches Blut ist, was zählt. Sieht aus, als könnte dir dieser Sieg Ruhm einbringen. Das ist der Lohn für Geschick und Mühen. Der spartanische Weg. Sklaven zum Feldherrn, der im Blut dieses Krieges badet, während unsere Anführer sich mästen und herausputzen. Die Polemarchen glauben, das wird ein einfacher Sieg. Ich beende diesen Krieg zu meinen Gunsten. Hast du eine Strategie? Die Polemarchen der Athener sind gelähmt und unentschlossen. Sie dienen zu vielen Herren. Deshalb reagieren sie langsam. Und da kommst du ins Spiel. Töte die Polemarchen. Ich brauche freie Bahn für meine Truppen. Okay. Das werde ich tun. Die Befehlshaber sind schon so gut wie tot. Bring mir ihre Athener Siegel als Beweis. Du wirst für deine Mühen belohnt werden. Ehrgeiz. Oh. Das haben wir doch schon gemacht. Ernsthaft? Ja, ich gehe jetzt da nicht nochmal hin. Okay, das läuft nebenbei mit, würde ich sagen. Wir denn überhaupt? Rang 4? Wir sind hier. Nee, oder wo sind wir? Cassandra. Ich weiß gar nicht, ob wir den töten können. Rang 5, Rang 4. Ich glaube, der bringt uns eh noch nichts, weil wir den gar nicht killen können. Wir müssten den hier umlegen und der ist in der Arena anscheinend. Genauso wie der hier. Na, wir können doch mal schauen, ob es funktioniert. Vielleicht können wir den ja... Vielleicht steigen wir auf durch das. Aber ich glaube nicht, dass der dann zählt. Wir probieren einfach mal. Pitana. So, dann schauen wir mal, ob wir den killen können. Auf jeden Fall sein Schild wegnehmen. Sonst wird es nicht. Ah!
Ja, schade, er hilft uns nichts. Der hilft uns leider nicht. Okay, wir müssen wirklich die in unserem Rang, die müssen wir erledigen, damit wir aufsteigen. Ärgerlich. Sollen wir mal schauen, wen haben wir denn jetzt in unserem Rang hier? Wir sind Rang 5, wir müssen in die Arena. Na, den müssen wir erledigen und den hier. Der ist aber in der Arena, da waren wir aber noch gar nicht. So, wenn ich den jetzt folgen drücke, wo ist denn der? Schauen wir mal auf die Karte. Ja, das war mir klar, dass das so weit weg ist. Okay. Das ist natürlich blöd, wenn die immer so weit weg sind. Die müssen wir dann machen, wenn wir, weiß ich nicht, Level 50 oder was sind. Und wenn wir hier auf der Karte ziemlich alle... Schnellreiseziele haben. Und wo ist denn der aktuell? Der ist doch hinten in Korinth. Den könnten wir schon umlegen, aber dann müssen wir halt ewig weit wieder zurück dann. Na, machen wir so weiter. Sechsunddreißig. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Wie soll ich die denn machen? Sind 4 Level Unterschied. Boah. Die sind rot. Na komm, das lassen wir jetzt noch. Das hilft nicht. Das hilft nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Hauptstory weiter. Brasilas. Schauen wir, ob wir unser Haus zurückkriegen. Ich bin gespannt, ob das, wenn wir das Haus zurückbekommen, ob das eine Art Zuflucht dann ist für uns oder sowas. Keine Ahnung. Ob wir dann irgendwas in dem Haus auch interagieren können. Bin ich echt gespannt. Wahrscheinlich wird es bloß eine Quest sein, werde ich. Da bist du ja. Ich kann dich mit zu den Königen nehmen, wenn du bereit bist. Warten macht es nicht einfacher. Dann lass uns gehen. Deine Mutter ist bereits drin. Ah.
sind die Könige? Dort. Was sagt er jetzt? Ein gutes Argument, Archidamos. Ich füge mich. Dann also zwei weitere Einheiten nach Böotien, wie ich sagte. So werden hier Streitigkeiten beigelegt? Manchmal. Archidamos Deckung wird besser. Das verdankt er mir. Brasi das. Du bringst Neuigkeiten. Lass sie hören. Meine Könige, darf ich vorstellen? Myrine, eine Nachfahrin von Leonidas, und ihre Tochter Kassandra. Du wagst es, dich in Sparta zu zeigen? Kassandra half mir, Korinth zu sichern, mein König. Sie half mir während des Helotenaufstands. Sie wollen das Beste für Sparta. Ich bitte euch, hört sie an. Lass uns hören, was sie zu sagen haben, bevor wir Blut vergießen. Sprich, Myrine. Warum bist du hier? Ich komme, um mein spartanisches Bürgerrecht zurückzuerhalten. Und unser Haus ebenfalls. Du hast dich selbst verstoßen. Deine Tochter tötet deinen Ältesten und floh. Von eurer gebrochenen Nase ganz zu schweigen. Meine Familie wurde verraten, mein König. Sparta wurde verraten. Wir kommen, um die Verräter zu entlarven. Du hast dich all die Jahre nicht um Sparta gekümmert. Eure Ältesten ließen ihre beiden Kinder von einer Klippe werfen. Sie haben unsere Familie zerstört. Kassandra, nicht hier. Doch in dem Moment, als sie eine Gefahr für Sparta erkannte, kam sie zurück. Sie brachte uns her, um zu helfen. Und ihr werft ihr vor, sie würde sich nicht kümmern. Es heißt, dein Großvater konnte sein Temperament auch nicht im Zaum halten. Myrine hat ihre Absichten kundgetan. Welche hast du? Sparta zu meiner Heimat machen? Ich möchte in die Heimat zurückkehren. Hierher, wo ich geboren wurde. Was auf dem Taygetos geschah, brachte Schande über Sparta. Dies ist nicht mehr die Heimat deiner Familie. Zuerst beweise deine Treue. Bring Sparta Ruhm und Ehre und läutere dich in den Augen der Götter. Bis dahin haben weder du noch deine Mutter ein Recht auf euer Land. Sagt mir, was ich tun soll, und es wird getan. Die Spartaner und die Athener kämpfen in Böotien. Triff unsere Befehlshaber dort. Komme siegreich zurück, oder komm gar nicht zurück. Betrachtet die Schlacht als gewonnen. Aus dir spricht das Selbstvertrauen eines Kindes, das nie einen echten Krieg sah. Du findest den Befehlshaber im Helikongebirge. Gib ihm dies und sag, dass ich dich geschickt habe. Nicht so schnell. Zwei Könige, zwei Aufgaben. Mein Gott. Herakles hatte 12 Aufgaben. 2 sollten kein Problem sein. Das erste spartanische Wort von dir. Bald beginnen die Olympischen Spiele in Elis und unser Meisterkämpfer benötigt eine Eskorte. Ich soll seine Eskorte sein? Sorge dafür, dass die Spartaner mit einem Siegerkranz heimkehren. So soll sie Sparta Ruhm und Ehre bringen, indem sie einen olympischen Wettkampf gewinnen. Nicht einen, mein König. Sie soll dafür sorgen, dass Sparta die gesamten Spiele gewinnt. Perfekt. Du hast deine Befehle. Wir sehen uns, wenn deine Aufgaben erfüllt sind. Falls sie erfüllt sind. Ich erfülle sie. Und ihr gebt uns unser Haus zurück. Es steckt also doch noch etwas Sparta in dir. Brasidas, für sie hinaus. Boah, ey. Okay, schauen wir mal, ob wir das lösen können. Das lief doch gut. Wenn man bedenkt, dass du immer noch einen Kopf auf den Schultern hast, ja, dann lief es sogar ziemlich gut. Es war großzügig, uns eine zweite Chance zu geben. Und ich muss nur die Olympischen Spiele gewinnen. Und einen Krieg. Musst du noch irgendwas wissen, bevor du aufbrichst? Nee. Ich glaube, ich bin bereit. Und du? Was wirst du tun, während ich fort bin? Ich bekam eine Nachricht, bevor wir eintraten. Was für eine Nachricht? Ein Hinweis auf den Aufenthaltsort eines Kultisten. Ich reise nach Arkadien. Allein? Die Mäuren sind uns hold.
Auch ich wurde dorthin beordert. Wir können gemeinsam reisen. Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank. Dann treffe ich euch beide in Arkadien wieder. Okay. Gute Reise. Also schnell mal Olympische Spiele gewinnen. Olympische Spiele gewinnen, Krieg gewinnen und danach Arkadien und einen Kultisten erledigen. Dürfte doch kein Problem sein. Okay, mehrere Quests angenommen. So, bevor wir jetzt aber hier weitermachen, wir gehen doch schnell zum Schmied, würde ich sagen, und verkaufen Waffen. Denn die Schmiedi ist hier. Schmiedi Gonzales. In Ruhe um. So, wir verkaufen einmal und verkaufen alle Handelsgüter. Oh, 1300 plus. Okay, dann können wir aber... Oh, hier haben wir schönes Zeug. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal Waffen wechseln. Die schweren Waffen kämpfe ich sowieso nicht, also kann ich die auch alle verkaufen. So gut, Leute, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal mit dem Verkaufen. Den Rest, würde ich sagen, können wir was verbessern? Wir sind jetzt hier auf 30 33. Wir könnten eigentlich schon mal den Helm und so verbessern. Können wir gar nicht. Warum können wir den nicht verbessern? Weil wir kein Fell haben. Mei, ich flipp aus. Das könnten wir verbessern. ...569 Rüstung. Können wir auch nicht verbessern, weil wir... ...Felle brauchen. Wir brauchen Felle ohne Ende. Okay, dann würde ich sagen... ...dann müssen wir zerstören. So, was können wir hier machen? Hier können wir auf jeden Fall schon mal das 33. Jägerschaden, Feuerschaden. Feuerschaden haben wir aber nicht. Attentatschaden. Okay, wenn wir hier auf den wechseln. Wir haben Kultistenhinweis, oder? Kriegen wir hier Felle raus? Zerlegen. Warte mal, kriegen wir Felle hier raus? Kriegen wir Felle raus.
Okay, dann schauen wir nochmal, aber wenigstens den... Kann ich dir helfen? Verbessern, ob wir wenigstens den Helm oder so verbessern können. Den könnten wir jetzt verbessern, aber dann ist es auch schon vorbei wieder. Aber ich würde sagen, eher den Helm. Okay. Was hat der hier Schönes? Hat der irgendwie... Ein Pferdeskin hat er gar nicht. Phobos, was ist denn das für ein Skin? Den kaufen wir einfach mal. Ich weiß nämlich nicht, ob wir... Ob wir die Skins kaufen müssen. Ah, hier können wir... 120 mal, 12. Ach so. Aber sind bloß 120 Stück. Ja. Das ist scheiße. Genießt das Leben. Bis bald. Okay. Schauen wir uns mal die Quests an. Trifft den spartanischen Polemachen. 5000, okay. Wird es der hier weg? Wir sind in Arkadien. Ein Sieger überbringen. Das gleich 307 Meter. Das ist doch in Arkadien. Das war doch hier oben irgendwo, oder? Also mal hier war Mazedonien oder Makedonien. Arkadien ist hier oben, okay. Das ist gar nicht so weit weg. Ich habe gedacht, das ist weiter weg. Gut. Hier kriegen wir XP. Ist immer gut. Ja, wir müssen jetzt langsam was machen mit der Rüstung. Weil es teilweise doch 4 bis 5 Level unsere Rüstung nicht mehr aktuell ist. Ist natürlich nicht so geil. Sparta, unsere Heimat. So. Du bist neu. Wenn du etwas lernen willst, wir nehmen hier nicht jeden auf. Tch. Du kannst mir nichts beibringen. Sehe ich aus, als müsste ich noch etwas lernen? König Pausanias schickt mich, um den Pankratiasten abzuholen. Bitte verzeih. Mir war nicht klar, dass du wegen Testikles hier bist. Mach dir keine Sorgen. Ich sehe ja auch nicht aus wie eine Gesandte. Wenn ich dir einen Rat geben darf, bevor du ihn abholst. Testikles kann recht schwierig sein. Wenn du ihm etwas Öl schenkst, könntest du ihn für dich gewinnen. Öl? Zum Einreiben. Er glaubt, es verleihe ihm die Kräfte von Herakles. Suche im Dorf Gythion. Dort ist sein bevorzugter Händler. Ich muss deinen Kämpfer nach Elis bringen. Ich hoffe, er hält, was du versprochen hast. Oh, ganz sicher. Du findest sein Lager auf der südlichsten Insel von Messenien. Viel Glück. Ich brauche das. Okay. Das Öl findet man in Lakonien. Es ist südwestlich, Teil des Waldes in Eurotas.
Rotas, südlichen Teil des Waldes. Es ist südlich der Statue des Orestes im Dorf Götinien. Dorf Götinien. Südlich der Statue. Die Statue war, glaube ich, hier unten irgendwo. Also muss es hier irgendwo sein. Also ganz am Anfang habe ich jedenfalls gesehen, dass die Statue hier ist. Gut, das machen wir so ganz leicht, Leute. Wir werden zu Adrastea reisen. Umso schneller geht's auch. Wenn die Ladezeiten nicht wieder episch sind. Schauen wir doch mal. Ah, über die Statue, genau. Ich sehe sie. Ah, haben wir eh gut. Gut koordiniert. Geschlossen. Ich brauche Öl, dann bin ich wieder weg. Gibt es ein Spezialöl, das Testikles benutzt? Ah, das für Pankratiasten. Das muss der Meister frisch herstellen, aber er ist fort. Ohne das Öl gehe ich nicht. Du verstehst nicht. Ich bin so gut wie frei. Bist du Sklavin? Ja, und in einer guten Position. Wenn ich das täte, wäre es Diebstahl. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich brauche das Öl sofort. Ich könnte wiederkommen und mit deinem Meister reden, ihm die Situation erklären. Welche Wahl habe ich? Dieses Leben ist ja nicht schlecht, sollte ich bleiben müssen. Ich gebe dir das Rezept, aber mehr kann ich nicht tun. Du musst es selbst herstellen. Das kriege ich hin. Entzünde ein Feuer und erwärme das Öl der Athena. Das erleichtert den Aufguss. Sobald das Öl warm ist, füge eine Rosenblüte hinzu. Und das war's. Hab Dank. Okay, also eben Feuer. Ich hoffe, das war meine Freiheit wert. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Es muss erhitzt werden. Welches war das Öl, das ich brauchte? Das Öl der Athena. Das hier, das Öl der Athena. Ich nehme etwas davon. Fast fertig. Und jetzt noch... Eine Rosenblüte. Zum Abschluss noch eine Rosenblüte. Testikles wird so gut riechen. Ich hoffe, er weiß das zu schätzen. Oh, es riecht so gut. Ich würde es am liebsten selbst behalten. Okay... Haben wir das auch schon hergestellt? Testikles trainiert in Messenien. Wo sind Messenien? Südlichen Teil der Bucht des Hades. Bucht des Hades. Helios-Hügel. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Wo ist der Bucht des Hades? Auf einem sehr kleinen Schiff
Ach du Scheiße, hier unten oder was? Auf einer sehr kleinen Insel neben dem Schiffswrack Nestor. Ach du Scheiße, das ist doch hier, oder? Nee. Nestor, Schiffswrack Nestor. Alter, was ist denn das? Habe ich noch gar nicht freigeschalten, oder was? Bucht des Hades. Ach du Scheiße. Das ist hier hinten. Das ist hier unten irgendwo. Oh, da muss ich rumsegeln. Okay, Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt aber nicht an. Das ist zu weit jetzt, weil ich muss von hier oben hier einmal komplett rum und dann hier hinten her segeln. Was wir machen könnten. Meriones, der Unduldsame. Das wäre der hier, den könnten wir auch mal erledigen. Rang 5. Okay. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Das ist jetzt ein bisschen weit zu fahren. Das schauen wir uns in der nächsten oder übernächsten Folge an. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt dann machen. Das schauen wir uns in der nächsten Folge alles an, würde ich sagen. Gut, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mir doch einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr freuen, wie gesagt. Und bis dahin, viel Spaß in meinem Kanal. Reingehauen. Ciao, ciao, euer Andi.